Hallo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Star Citizen Guide. Heute ein etwas kürzerer Guide, aber dafür etwas prägnanter, denn es geht heute um das Geldverdienen oder sagen wir mal allgemein um den Testhintergrund der Alpha 3.8. Ihr wisst ja, die verschiedenen Alpha-Versionen haben immer verschiedene, ja, sagen wir mal, Grundideen, warum man sie spielen sollte, aus irgendwelchen Testgründen heraus. Ne? Es ist ja kein fertiges Spiel, sondern es ist eine Alpha und die ist zum Testen da. Und in der 3.8 ist ja nun die 3.8.2 drin und demzufolge auch die Persistenz. Und demzufolge ist der Testhintergrund natürlich der, dass wir uns Dinge im Spiel erspielen können. Weil wir ja über mehrere Patches hinweg die Sachen behalten. Ne? Schiffe, Schiffs-Items, Rüstungen, Waffen, Ingame-erspieltes Geld und so weiter. So, das heißt, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ist es nun also in Star Citizen möglich, sich Dinge zu erspielen. Und deswegen der Guide, um euch einfach mal so ein bisschen ein paar Möglichkeiten zu zeigen, die ihr habt, um eben im Spiel Geld zu verdienen und euren Fortschritt sozusagen euch zu sichern, Schiffe zu kaufen, was ihr eben alles dann machen könnt. So, grundsätzlich ist es so. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, an Geld zu kommen, ist ja logisch. Die drei wichtigsten Faktoren sind ganz klar das Mining, das Trading und das Questen. Also diese drei Hauptgebiete gibt es in Star Citizen. Da gibt es auch viele Unterkategorien. Zum Beispiel könnt ihr auch Racing machen und ihr könnt auch Bounty Hunting machen und so ein bisschen einen auf Pirat machen. Das ist aber eher so eine Randgeschichte, die vor allem dann wieder mit den Quests zusammenhängt. Deswegen, wir gucken uns die drei Varianten einmal an, also das Questen, das Minern und das Traden. Und ich versuche euch so ein bisschen zu zeigen, welche Möglichkeiten ihr in diesen drei Bereichen jeweils habt und welche ich entsprechend empfehlen könnte. Wenn ihr andere Empfehlungen habt, schreibt es in die Kommentare rein, haltet euch da nicht zurück, einfach reinklatschen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Punkt an, nämlich mit dem Questen. So, als besonders effektiv und sinnvoll hat sich schon in den ganzen letzten Monaten, ich möchte bald sagen Jahren, die Avenger Titan herausgestellt. In dem Fall habe ich jetzt die Titan Renegade, ist aber ansonsten das gleiche Schiff, nur anderer Name, ein bisschen anderer Skin, zum Thema Questen. Denn ihr alle werdet, oder sagen wir mal, die allermeisten von euch werden vermutlich nicht mit einem High-End-Mining-Schiff oder mit einem High-End-Trading-Schiff wie einer Caterpillar ins Spiel starten, sondern mit einem deutlich kleineren Schiff. Und ich empfehle ja schon immer dauerhaft die Avenger Titan, weil ich sie einfach für besonders mächtig halte und das wird auch jeder bestätigen können, der sie schon mal hat. Das heißt, da nochmal der Hinweis, wenn ihr gut ins Spiel reinstarten wollt und ein paar Euro mehr ausgeben könnt und auch möchtet, empfehle ich ganz klar, das Upgrade zu machen auf die Avenger Titan. Warum? Habe ich schon lang und breit immer erklärt. Wir haben bei der Titan einfach die Möglichkeit, das Questen und das Traden auf eine sehr, sehr gute Weise zu kombinieren und wir haben einen wunderbaren Allrounder, der im Grunde genommen alles kann, bis auf Mining. So, ganz einfach gesagt. Mit der Titan könnt ihr wirklich aktuell alles machen im Spiel. Und ihr werdet, wie gesagt, halt nicht unbedingt mit einem sehr, sehr großen Schiff starten ins Spiel. Einige vielleicht schon, die kaufen sich vielleicht gleich zu Beginn eine Freelancer oder eine Caterpillar oder was auch immer. Die meisten werden halt mit dem kleinen Schiff starten und deswegen könnt ihr auch das, was ich euch jetzt hier zeige, übersetzen auf jedes kleine andere Schiff. So, oder sagen wir mal so, ziemlich jedes kleine andere Schiff. Also auch auf eine Aurora MR beispielsweise. So. Wenn wir im Spiel sind, können wir also erstmal ein bisschen questen. Wir haben ja nicht viel Startgeld, also speziell ihr als Neulinge im Spiel habt nicht allzu viel Startgeld, wahrscheinlich so um die 5000, wenn ihr den Referral-Code benutzt habt, 6000 wahrscheinlich oder 7000, sowas in der Dreh. Die Raumschiffe und die Items im Spiel kosten viele, viele hunderttausend und mehrere Millionen Geld und das ist natürlich eine ganz schön große Zahl oder scheint erstmal eine große Zahl zu sein, aber es hält sich tatsächlich in Grenzen, wenn man ein bisschen Zeit ins Spiel steckt und ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Deswegen fangen wir an mit dem Questen. Wenn ihr im Spiel drin seid, könnt ihr einfach auf F1 drücken und könnt hier unten auf den Contracts Manager draufklicken und findet dann hier diverse Quests. Ne? Alles voll. Und ihr seht hier immer, wie viel Geld euch diese Quest bringt. Ihr habt hier sehr, sehr einfache Aufträge, wo ihr einfach nur hier irgendwas von A nach B transportieren müsst. Ne? Fliegt irgendwo hin, holt ein Päckchen ab, bringt es dann zum anderen. Gibt aber auch Quests, wo es ein bisschen mehr Geld dafür gibt. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen durchklicken und ein bisschen durchwursteln, welche Quests euch hier gefallen. Wer kein Englisch kann, ist hier ein bisschen. Ja, es geht aber eigentlich. Also es steht eigentlich grob da, was ihr machen müsst hier. Und ihr habt auch, wenn ich jetzt hier mal beispielsweise diese Quest hier akzeptiere, ihr müsst nämlich gar nicht unbedingt lesen, dann könnt ihr einfach schauen, wo ihr hin müsst. Und dann steht dort Pickup. Also Pickup wird wahrscheinlich jeder wissen, was es bedeutet, nämlich aufnehmen. Und wenn ihr dieses Päckchen hier aufgenommen habt,
dann ändert sich der Questmarker und sagt euch, bitte flieg jetzt dorthin und gib das Päckchen ab, zum Beispiel. Ne? Also solche Quests sind sehr, sehr einfach und die bringen halt schon mal ganz gut Geld. Also allein diese Quest hier würde ja euer Startgeld schon mal verdoppeln. Dann habt ihr nicht mehr 6.000 oder 5.000, sondern knapp 12.000. So, das wäre jetzt zum Beispiel Delivery-Missionen. Da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele. Dann haben wir Investigation-Missionen. Da geht es vor allem darum, irgendwo eben einzugreifen, also irgendwem zu helfen. Zum Beispiel hier haben wir solche verlorenen Personen bei Daymar zum Beispiel. Der ist in der Höhle, wenn ich dies akzeptiere. Dann switcht die Quest jetzt gleich um normalerweise. Warte mal kurz. Delivery. Die müssen wir hier antracken. Und dann tracken wir die hier. So. Könnt einfach umschalten bei den Quests. Und dann sehen wir hier, aha. Go to Daymar Cave. Cave heißt Höhle. Also müssen wir einfach dorthin fliegen und in die Höhle rein. Dort uns umsehen, den Typen finden. Also, ne, das sind so Quests, wo wir quasi irgendwelchen Leuten hier, irgendwelchen NPCs im Spiel helfen sollen. Maintenance, das ist so ein bisschen verschieden, da gibt es verschiedene Dinge, also hier zum Beispiel müssen wir jetzt in dem Fall irgendwelchen Biomüll entfernen, da fliegen wir hin, schweißen das dann irgendwie ins Weltall und dann ist gut. Mercenary ist immer Kampf, da müsst ihr stark aufpassen, da gibt es nämlich Quests wie die hier, also je höher der Reward, desto schwieriger sind die Dinger auch. Ja, also diese Claim Jumpers hier, die sind richtig schwer alleine, je nachdem was ihr auf dem Schiff habt, müsst ihr aufpassen. Die hier sind dann wieder ein bisschen einfacher und ihr könnt immer grundsätzlich die Call-to-Arms-Mission annehmen. Die würde ich grundsätzlich immer annehmen, denn damit könnt ihr ja Leute abschießen, die Crime-Stat haben. Einfach annehmen, das schadet nicht, gibt auch nichts Negatives in dem Sinne. Einfach dann entsprechend die Ziele wegschießen, wenn sie euch angezeigt werden. So, und dann haben wir noch das ECN-Alert, also Emergency Communications Network Alert, also sozusagen ein, ja, eine Notfallmeldung gewissermaßen von irgendwelchen NPCs, die hier irgendein Problem haben. Da soll man hinfliegen und da entsprechend irgendwas machen. Das ist immer, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was dann hier genau steht. Könnt ihr euch ja durchlesen. Im Zweifel nehmt ihr euch einen Google-Übersetzer zur Hand. Ne? So, das sind jetzt die allgemeinen Missionen. Ihr könnt die auch mit euren Freunden zusammen machen. Ihr könnt jede Quest einfach hier unten sharen. Also wenn ihr die annehmt, Share drücken und dann mit euren Kollegen in der Gruppe teilen. Das Problem ist aber, dass auch der Quest-Reward quasi geteilt wird. Das ist nicht so wie in WoW oder in anderen Spielen, wo jeder dann sozusagen seinen eigenen Quest-Reward bekommt, sondern der Quest-Reward teilt sich durch die Anzahl der Leute und zwar ziemlich genau 1:1. Deswegen ist es eigentlich nicht besonders sinnvoll, die Quests zu teilen mit mehreren Leuten, weil dann habt ihr, dann könnt ihr es auch quasi fast lassen. Ich würde also immer empfehlen, macht die Quests einfach alleine. Sofern es geht. Also wirklich nur die Quests auch teilen, die ihr echt nicht alleine schafft. Ne? Einfach, sonst ist es halt sinnlose Zeitverschwendung. Mit 8 Leuten das jetzt zu machen, könnt ihr euch quasi sparen. So, das nur am Rande. Wie gesagt, das waren jetzt die allgemeinen Quests. Wir haben noch Personal Quests. Das sind also Quests, die speziell für euch in dem Fall geeignet sind. Da gibt es hier ganz viele verschiedene Sachen, wo ihr euch auch ein Contract Rating erarbeiten könnt. Ihr seht es hier, ja, ich kann leider nicht jetzt hier mit der Maus nicht runter. Also es gibt hier verschiedene Ratings. Employer Rating und Performance Rating. Da geht es quasi darum, je besser, also ich habe es hier 0 zum Beispiel überall, je höher euer Rating ist, desto bessere Missionen bekommt ihr dann auch. Und diese werden dann auch besser bezahlt. Also ihr habt hier Escort, Personal Transport, Combat Assistance und nochmal Escort. Ich weiß nicht, warum doppelt drin ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall, auf diese Weise könnt ihr euch sozusagen auch ein Quest-Progress erspielen und bessere Ratings haben. Es gibt auch Quests, die haben ein Mindest-Rating, die kriegt ihr gar nicht, wenn ihr das Rating nicht schon habt. Ne? Müsst ihr euch einfach ein bisschen hochspielen sozusagen. So, dann haben wir hier auch verschiedene Delivery-Missionen, die bringen, also gerade im Personal-Tab sind sehr, sehr viele schöne Missionen, die dauern ein bisschen länger, bringen aber auch ordentlich Geld. Wie gesagt, da einfach mal ein bisschen durchgucken. Da gibt es auch Racing, wobei das meistens nicht funktioniert, weil kein Spieler diese Quests macht, denn die bringen zu wenig Geld. PI Wanted ist eine Quest-Reihe, das heißt, dort könnt ihr, da kriegt ihr quasi immer nochmal eine Folge-Quest, wenn ihr sie abschließt. Und dann hier halt auch noch verschiedene andere Geschichten. Könnt euch einmal in Ruhe durchlesen und gucken, was euch hier an Quests gefällt. Wie gesagt, denkt immer dran, je höher der Reward, desto schwieriger ist die Mission. So, die Quests, die ihr bekommt, sind immer abhängig vom System. Das heißt, wir sind jetzt hier beispielsweise im Crusader-System. Ich scroll mal ein bisschen raus. Das heißt, wir kriegen vornehmlich Quests, die sich um diesen Bereich hier drehen. Wenn wir jetzt also Quests aus einem anderen System haben wollen, zum Beispiel von Miles Eckhart, müssen wir nach Daedalus gehen. Da
Da gibt es dann die Questreihe von Miles Eckhart. Wenn wir die Questreihe von Twitch Pacheco haben wollen, müssen wir nach Arkorp und so weiter. Also ihr müsstet sozusagen die verschiedenen Systeme jeweils abfliegen. Also wir haben Crusader, Dedamar, Hurston und Arkorp aktuell. Microtech kommt dann die Quests mit 3.9 erst. Und dann kriegt ihr da auch andere Quests, ne? Je nachdem. Aber es gibt auch Quests, die sind übergreifend, die führen euch direkt dorthin. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt in Hurston oder im Hurston-Bereich questen, dass ihr dann sagt, okay, ich gucke erstmal im Questlog nach, ob es eine Quest gibt, die mich nach Hurston führt. So, können wir mal ganz kurz hier durchschauen. Die hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt nach Hurston führt. Da muss man jetzt, da bin ich jetzt selber unsicher. Also hier haben wir jetzt eine Quest zum Beispiel, die bringt 7700. Da müssen wir jetzt zur Grimhex. Das wäre machbar, weil wir sind ja in der Nähe von der Grimhex. Und dann müssen wir nach Reclamation and Disposal Orint. Da bin ich jetzt gerade unsicher, wo das ist. Das ist auf jeden Fall nicht im Crusader-System. Ne? Also da würde ich immer darauf achten zu gucken, ja, haben wir sogar zweimal eine Quest. Also wir können hier auch mehrere Quests, komm ich gleich nochmal zu, annehmen. Einfach gucken, dass ihr, wenn ihr das System verlasst, immer noch eine Quest mitnehmt. Das schadet nicht. Das ist einfach letztlich leicht verdientes Geld. So, und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt, mehrere Quests parallel annehmen. Ihr habt ja ein quasi unbegrenztes Questlog. Ihr könnt zwar nur eine Mission tracken, parallel, ne? Habt ihr gerade auch gesehen, wenn ich jetzt die hier tracke, dann geht die andere unten weg. Wenn ich die jetzt wieder tracke, geht die obere weg und so weiter. Also ihr könnt nur eine Quest quasi aktiv verfolgen. Aber ihr könnt ja hier einfach umschalten und Quests trotzdem parallel machen. Beispiel, diese Quest hier oben sagt, wir sollen bitte zur Grimhex gehen, uns irgendwas holen, Hyperprozessor, und dann nach Disposal Orint bringen. Okay, das heißt, wir würden jetzt zur Grimhex fliegen, das Zeug mitnehmen und dann nach Orint fliegen. Die zweite Quest hier sagt uns fast dasselbe, wir sollen zur Grimhex, sollen dort halt irgendwas anderes holen, mit Sticks in dem Fall, und die dann auch nach Reclamation Disposal Orint bringen. Das heißt, ihr macht die Quest hier, also ihr nehmt beide Quests an, ne, habt ihr die hier drinne, geht dann zur Grimhex, macht erstmal die eine, schafft das Item in euer Schiff rein, geht dann zurück, schaltet die Quest hier um, indem ihr die andere Quest einfach trackt, ne, zack, und nehmt das zweite Paket mit und könnt quasi doppelt questen und habt aber nur einmal den Weg, weil die beiden quasi die gleichen Missionen sind. Und da müsst ihr einfach mal ein bisschen durchgucken, ob es hier verschiedene Sachen gibt. Also hier zum Beispiel haben wir nochmal eine, auch Grimhex, könnt ihr also noch eine dritte Quest annehmen. Die soll jetzt aber hier zu Samson Sons Salvage Center. Das ist halt woanders, aber immerhin habt ihr dann euch schon mal den halben Weg gespart, nämlich ihr müsst nicht nochmal zurück zu Grimhex und so weiter. Also da immer drauf schauen, auch hier Grimhex, pick it up. Ihr habt hier ganz viele Quests, ihr seht, wo ihr zu Grimhex müsst und irgendwas holen soll. Also da würde ich an eurer Stelle möglichst alles annehmen und dann einfach der Reihe nach den Kram abfliegen. Das ist immer wunderbar bei den Delivery-Missionen, die bringen da richtig viel Geld in kurzer Zeit. So, darüber hinaus könnt ihr noch was anderes machen. Ihr habt ja ein bisschen Startgeld im Spiel und die meisten Starterschiffe und insbesondere hier die Avenger Titan hat einen Frachtraum. Das heißt, wir haben hier jetzt in dem Fall 8 SCU, das sind die Frachteinheiten, die Standard Cargo Units, das sind also quasi immer 100 Units, sind ein SCU. Ja, also wir kriegen also 800 Units sozusagen ins Schiff rein. Das ist schon gar nicht mal so wenig, gerade für einen Einsteiger. Das heißt, wenn ihr irgendwie questet und irgendwo hingeht, beispielsweise wenn ihr bei der Grimhex seid, kauft euch gleich noch irgendwas ein, dazu zeige ich euch aber gleich noch was, und nehmt es einfach mit und guckt, wo ihr es wieder loswerden könnt. Ne, so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt mehrere Quests angenommen habt, habt die Items in eurem Schiff drin, wollt jetzt zum Beispiel nach Hurston fliegen, guckt, dass ihr irgendwas mitnehmt, was auf dem Weg liegt, wo ihr noch ein bisschen traden könnt. Das ist immer eine wunderbare Verbindung und bringt eine ganze Menge Geld ein, wenn man es konsequent macht. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und es schadet nicht, einfach diese Sachen mitzunehmen. Ich cutte mal ganz kurz und zeige euch, was ich damit genau meine. So, zum Thema Trading also, und das ist jetzt auch quasi der Soft-Übergang zum zweiten Part des Geldverdienens, nämlich dem Trading per se, aber ich will noch kurz die Verbindung mit dem Questen machen. Wenn ihr irgendwo hinfliegt, dann überlegt euch immer erstmal, wo sind wir eigentlich? Sind wir an einem Ort, wo wir was kaufen können? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel in Port Odessa spawnt, wir folgen mal diesem Beispiel, was ich vorhin gerade gebracht habe, ne? Wir starten in Port Odessa und nehmen dann diese Quests an zur Grimhex, dann wäre doch die naheliegendste Frage, kann ich denn irgendwas auf Port Odessa gleich in mein Schiff reinpacken und zur Grimhex mitnehmen? Weil da muss ich ja eh hin, um die Questpakete zu holen. Vielleicht kann ich was mitnehmen und das direkt dort verkaufen. So,
Zu diesem Thema gibt es eine wunderbare Webseite, die ich euch einmal unten in den Kommentaren auch anpinne. Und diese ist folgende. Diese hier. Das ist gallock.co. Da habt ihr oben den Part Trade und geht hier auf Trading und dann nochmal auf Trading. So, das könnt ihr generell machen mit allem Trading. Also wer hier handeln will und Waren kaufen, verkaufen will, kann das hier auch genauso nutzen. Wir nehmen hier erstmal unser Schiffchen. Wir wollen ja wissen, ob es sich überhaupt rentiert für uns, ne? Also wählen wir unser Schiff einmal aus. Zum Beispiel hier die Titan Renegade. Dann können wir unten eingeben, wie viel Geld wir haben. In dem Fall lasse ich jetzt mal die 5000 drin stehen. Das wäre ja das Geld vom Referral Code, was ihr sowieso habt. Wenn ihr den Referral Code benutzt habt zumindest. Dann haben wir als zweites hier natürlich stehen unseren Quellpunkt, also da, wo wir jetzt gerade eben sind. In dem Fall wähle ich mal Port Olisar aus. Kann man hier reinschreiben, P, und dann hat man hier direkt Port Olisar. So, zack. Und Destination, also das Ziel wäre jetzt hier die Grimhex. Mache ich G, Grimhex. So, und dann drücke ich einfach nur auf Kalkulieren, zack. Und dann spuckt er mir aus, welche Optionen ich habe. Und ich habe jetzt hier die Option zum Beispiel zu sagen, ich kaufe diese Agricultural Supplies. Die bringen mir fast gar nichts ein. 64 Tacken. Es ist also die Frage, ob sich das für euch überhaupt lohnt oder nicht. 7% Gewinn wären das hier. Ist also jetzt nicht die Welt. Andererseits, es schadet auch eigentlich nicht. Ihr müsst halt immer aufpassen. Das Problem beim Trading, und das sage ich direkt vorab, wenn ihr einen Serverabsturz habt oder wenn euch das Spiel irgendwie abschmiert oder irgendein Unfall passiert und euer Schiff ist kaputt, dann sind die Waren weg. Es gibt also aktuell noch keine Möglichkeit, euren Frachtraum und die Waren, die drin sind, zu versichern oder irgendwie abzusichern. Also tradet immer mit Bedacht. Im Zweifel nutzt nur einen kleinen Teil eures Geldes. Wir müssen ja nicht gierig sein. Wie gesagt, die 64 Tacken jetzt hier, die sind fast egal. Aber andererseits, wie gesagt, es schadet jetzt auch nicht allzu sehr, das Ganze zu machen. So, und jetzt kann ich im Prinzip ins Spiel reingehen. Mach ich mal ganz kurz, Moment. So, und jetzt kann ich hier einfach direkt beim Ship-Spawning-Bereich, ist ja hier bei Port Odessa, gehe ich einfach hier an meine Konsole ran, so, zack, und sage jetzt, ich würde gerne in meine Avenger Titan Renegade, die ist gerade ausgegraut, warte mal. So, jetzt geht's, ich muss das mir einmal kurz aufs Landing-Pad spawnen, aber nun können wir sie hier auswählen. So, die Avenger Titan Renegade hat jetzt 8 SCU und deshalb kann ich hier die Agricultural Supplies einpacken. Ich mache es jetzt einfach mal, weil ich es einmal kurz demonstrieren möchte. Und wir kaufen mal für einen, wir nehmen es mal hier, warte mal. Also, der Gewinn ist ja eh bei uns beschränkt, ne? In eurem Fall, also ihr kriegt ja auch nicht mehr rein als ich. Wir haben 8 SCU Platz, das heißt, wir würden jetzt hier 825 Alpha UEC reinstecken. Ich versuche mal genau auf 800 zu kommen, gucken, ob mir das gelingt. Warte mal, der Maus. 803, nee, oder? Kommen wir irgendwie dahin? Okay, 799 Tacken gebe ich jetzt mal dafür aus. So, dann packe ich die einfach rein in meinen Frachtraum. Zack, können wir uns da ganz gut merken. Also rund 800 Geld haben wir jetzt investiert und haben jetzt direkt im Frachtraum hier bei unserer Avenger Titan Renegade diese Agricultural Supplies. So, und jetzt gehen wir einfach zum Schiff. Wir haben es, wie gesagt, beispielhaft die Quests angenommen, dass wir eh zur Grimhex sollen, ne? Und das heißt, wir laufen mal zu unserem Schiffchen hin. Mach ich mal kurz. Lalalala. Wollen ja jetzt zur Grimhex rüberfliegen. Nehmen wir einfach jetzt diese Pflänzchen mit. Ist überhaupt gar kein Problem. Normalerweise, gerade bei den kurzen Distanzen, passiert da nicht allzu viel. Und selbst wenn, wir haben jetzt nur 800 Tacken investiert, das ist wirklich nicht viel. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber wissen, ja, wie hoch ihr da auf Risiko gehen wollt. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass halt die Waren dann weg sind, ne? So, wir steigen mal ins Schiffchen ein und machen das einfach mal ganz kurz, um es mal demonstrativ zu haben, zum Bereich Trading. Das wäre ja, wie gesagt, der zweite Bereich. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Ich werde erstmal kurz mein Schiffchen starten. So. Und dann gehen wir mal zur Grimhex. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz die Quests annehmen, damit wir hier ein ordentliches Bild haben. Moment. Wir hatten jetzt hier Grab and Go. Genau, hier diese Quest, ne? Wir sollen zur Grimhex gehen. Akzeptiere ich mal. Und dann tracken wir die auch nochmal. Da, zack. Und dann haben wir
Nochmal Grimhex, ne, kann ich auch annehmen. So, und so weiter und so fort. So. Dann wird uns hier angezeigt, wo wir hin sollen. Normalerweise klappt das ganz gut mit den Questmarker mittlerweile. Jetzt können wir hier einfach mal auf B drücken und Fahrwerk noch einfahren vielleicht. So. Und dann springen wir einfach mal rüber nach Yela. Zack. Zum Trading nochmal so ein paar allgemeine Worte. Also, ihr ladet euch letztendlich die Items, die ihr kaufen wollt, ins Schiff rein über dieses Terminal. Die stehen eigentlich an allen Raumstationen, an allen Bodenstationen oder also in den großen, zumindest Lorville, Levski, Area 18 und so weiter. Und ihr könnt auch auf diversen Monden oder auch Planeten an kleineren Stationen, da gibt es diese Mining Areas zum Beispiel, ja, da gibt es so verschiedene kleine Mondbasen, da könnt ihr auch Items, also Gegenstände kaufen und auch verkaufen. Das kommt immer drauf an, da, wie gesagt, einfach auf diese Website gehen, die ich euch da verlinkt habe und schauen, was für euch da interessant ist, was liegt quasi immer auf dem Weg oder beim Questen, zumindest jetzt in dem Fall, was macht Sinn, ne? Weil Umwege machen meistens wenig Sinn. So, da sind wir jetzt rüber zur Grimhex, das heißt, wir drücken auf F2, wählen die Grimhex einmal aus, sagen Set Route und sehen dann, dass das nicht geht. Ja, natürlich geht's nicht. Vorführeffekt. In dem Fall einfach Kurs wieder löschen, oder? Doch, warte mal. Jetzt gibt es uns, glaube ich. Ha, da unten ist der OM-Punkt. So, OM-Punkt anspringen. Wir müssen ja um den Planeten rum oder um den Mond in dem Fall. Lalalala. So. Einmal ringsrum springen und dann sind wir auch schon bei der Grimhex. Es ist wirklich easy, schnell verdientes Geld, auch wenn es jetzt natürlich nicht viel ist. Das liegt aber nicht daran, dass die Marge so gering ist. Es sind immerhin 7%, das ist gar nicht mal so wenig. Es liegt daran, dass die Avenger Titan einfach nicht darauf ausgelegt ist, solche Billigwaren, ne, die kosten ja nur 1 pro Unit, zu bewegen. Die Avenger Titan lohnt sich eher für etwas teurere Waren, logischerweise, ne? Weil der Frachtraum ist klein, also müssen wir möglichst teure Waren mitnehmen. Aber für den Anfang, um mal das als Beispiel hier zu zeigen, ist es schon okay. Und wie gesagt, es ist free Geld letztendlich. Fast kein Risiko. So, dann fliegen wir mal zur Grimhex ran. Immer hier so ein bisschen aufpassen mit den Asteroiden, die hier noch rumfliegen, dass sie da nicht reinkrachen. So, Landeerlaubnis holen. Zack, zack. Kock, 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 kock. Ah, der babbelt immer ein bisschen viel, der Typ. Und dann kriegen wir hier eigentlich... Genau, kriegen wir eigentlich unser Landing-Pad zugewiesen. Da ist es auch schon. N-Taste. Und dann können wir hier einfach mal easy landen. So, müssen wir halt mal gucken, wo das ist. Aber das ist eigentlich kein Problem, gerade mit den kleinen Schiffen. Das ist wirklich sehr, sehr easy. Und dann landen wir hier einfach mal. So. Und in dem Moment, wo jetzt das Schiff gelandet ist, ist auch die Ware sicher. Also selbst wenn ihr jetzt einen Absturz habt, ist es egal. Das Schiff ist dann hier quasi geparkt und die Ware ist gesichert. Also wir haben jetzt schon in diesem kleinen Flug quasi 64 Tacken verdient. Ich weiß, es ist jetzt nicht viel, wenn einige lachen, aber es ist trotzdem sinnvoll, einfach nur für diese Information immer zu gucken, kann ich da, wo ich bin, irgendwas mitnehmen, auf dem Weg, wo ich hin will. Ne? Da einfach immer nebenbei zu schauen. Gerade wenn man so ein kleines Schiff hat, ein Starterschiff hat, jeder Cent ist was wert. Und wir hätten ja sowieso hierher gemusst, ne? Im Endeffekt. Und wenn es nur der Treibstoff ist, den wir jetzt verbraucht haben, der uns quasi nichts gekostet hat, weil wir noch ein bisschen getradet haben, umso besser. So, wir gehen mal kurz in die Grimhex rein und wir haben ja auch schon den Questmarker, der sagt hier Pick Up. Das heißt, wir müssen dann mal suchen, wo wir hin müssen. Ne? Aber erstmal wollen wir natürlich unsere Ware verkaufen und wieder Platz im Frachtraum schaffen. So, ich weiß natürlich, wo es ist. Wir gehen hier einfach an den Fahrstuhl ran. So, dann fahren wir eine Etage runter. Main Concourse, zack. Dab, 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 dab. Badab, badab, badab. Ihr müsst beim Trading immer das Admin Office suchen. Also wenn ihr tradet, egal ob ihr das mit Quests verbindet, so wie ich gerade, oder ob ihr einfach nur so tradet ohne Quests, immer Admin Office. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, das zu finden. Meistens ist es aber relativ leicht zu erreichen und ist in der Regel in der Nähe von den
ja, von den Spawning-Geschichten. So, Admin Office ist in dem Fall jetzt gleich hier, da steht es auch dran, Admin Grimhex. Und da gibt es immer zwei Terminals. Es gibt einmal die fürs Mining und einmal die fürs Trading. Die links hier sind fürs Trading, die rechts sind fürs Mining. Zum Mining kommen wir nachher nochmal. So, ich gehe jetzt mal hier ran und schaue mal, ob ich jetzt hier meine Ware verkaufen kann. Ihr könntet natürlich auch sagen, ich verkaufe es jetzt nicht hier, ich suche mir lieber eine bessere Location. Wäre auch denkbar. Ich selber will jetzt einfach nur meinen Frachtraum leer kriegen. Drücke ich oben auf Sell. Nehme hier meine Avenger Titan. Wo ist sie denn? Ach da. So. Und kann jetzt hier verkaufen. Und wir kriegen jetzt hier 926. Also wir haben jetzt ungefähr, wie viel haben wir jetzt Gewinn gemacht? Wir haben für 800 gekauft oder für 799. Das heißt, wir haben jetzt 127 Tacken Gewinn gemacht. Einfach nur so. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, einfach so geschenkt quasi. Weil, wie gesagt, wir hätten hier sowieso hergemusst. So, jetzt können wir unsere Quest-Items holen. Das eine ist jetzt hier hinten irgendwo, da müssen wir mal hier ein bisschen rumlaufen. Ich weiß zufälligerweise, dass das zweite Quest-Item sich hier befindet. Oder sollte es zumindest. Das heißt, wir können die Quest, ich zeig's mal ganz kurz. Wir tun mal so, als hätten wir es das hier, was wir schon uns holen sollten. Hätten wir es schon geholt, rein theoretisch nur. Ne? Dann schalte ich jetzt hier die Quest einfach um. Accepted. So, das war jetzt hier, Pickup Shipment of Redfin Modulators. So, kann ich auch mal, das ist jetzt die ich gerade tracke. So. Und hier soll ich jetzt diese Hyperprozessoren holen. Mache ich mal hier auf Track. Also switche jetzt quasi die Quest um. Und siehe da, ich habe recht. Diese Items sind zufälligerweise genau hier beim Admin Office. So, bei diesem lustigen kleinen Schrank drücke ich hier einfach auf Pickup. Und wenn alles gut geht, dann spuckt er mir jetzt hier mein Päckchen aus. Da ist es auch schon. Zack. Carrying, einfach in die Hand nehmen und dann das Ding ins Schiff tragen. Und so macht ihr es einfach bei allen Items. Also wie gesagt, normalerweise kommen die immer aus diesen Boxen raus und dann müsst ihr es einfach nur ins Schiff zurücktragen. So, ich zeig mal ganz kurz, ich will es nicht wieder ins Schiff zurücklatschen, ist ja nur sozusagen ein Guide, um mal zu zeigen, wie das hier funktioniert. Ich platziere es, ihr müsst immer platzieren drücken, ne? Platzieren, dann könnt ihr hier auswählen, wo es hin soll. Angenommen, das wäre jetzt hier unser Schiffsfrachtraum. Einfach zack, irgendwo hinstellen und dann ist gut. Jetzt könnte man rein logisch mal drüber nachdenken, wir sollen jetzt zu The Orphanage. So, jetzt gehen wir mal spaßeshalber in unsere Trading-Übersicht rein und stellen hier einmal um. Das heißt, wir haben das ja hier erledigt, jetzt geben wir hier also mal G wie Grimhex ein und hier O wie Orphanage. Und da sehe ich schon, aha, The Orphanage ist in Lyria. Und das andere, wenn ihr euch noch erinnert, ist gewesen Reclamation and Disposal Orinth. Das heißt, wir müssen an zwei verschiedene Orte. Jetzt können wir mal spaßhalber gucken, ob wir von der Grimhex was kaufen können, was bei Reclamation and Disposal gebraucht wird. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Wir drücken mal auf Calculate und sehen, aha, da gibt's nichts. So, brauchen wir also euch nichts mitnehmen. Die zweite Variante wäre ja jetzt gewesen The Orphanage. Gucken, ob da was geht. Einfach checken, okay, geht auch nicht. So, dann wäre die nächste logische Frage, gibt es vielleicht irgendwas auf dem Weg zu diesen beiden Orten, wo wir was hinbewegen könnten? Und da müssen wir mal ins Spiel reingucken, drücken auf F2, dann sehen wir ja die Star Map. So, das eine war Lyria, das andere war jetzt Hurston. Hurston ist näher, also nehmen wir erstmal Hurston. Auf dem Weg nach Hurston befinden sich hier die Reststops, ne? Crusader L1, Hurston L3, dann haben wir hier nochmal Hurston L1 und dann kommt Hurston selber. Das heißt, wir haben potenziell vier Dinge, nämlich Hurston und dann diese drei Reststops, die jetzt einfach nur auf dem Weg liegen, wo wir im Prinzip nicht mal einen Umweg fliegen müssten. Wir müssten halt nur zwischenhalten eventuell. So, das heißt, wir lassen dieses damit uns offen und tappen einfach mal rüber in unsere Trading-Übersicht. Warte, zack, ich muss das hier mal mit dem OBS machen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das erste wäre jetzt Hurston L3. Ne, das wäre jetzt die nächstgelegene, Crusader L1 wäre das nächstgelegene. Das heißt, wir schauen mal, ob wir jetzt nach C wie Crusader L1, das wäre jetzt dieser Spot, ob wir da was finden, was wir traden können. Nö, da können wir nichts traden. Okay, schauen wir einfach zum nächsten Punkt. Das wäre Hurston L3, HU. Hurston L3 und so weiter, ne? Ich denke, ihr habt's
grob mitbekommen, wie das hier funktioniert. Also einfach nur gucken im Groben und Ganzen, ob ihr irgendwas mitnehmen könnt und ob ihr irgendwas sinnvoll verkaufen könnt. Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, dass wir bei Lorville, also auf Hearst, direkt was verkaufen können. Ja, die Grimhex verkauft halt nicht viel. Aber was ihr eben auch machen könntet, ihr könntet zum Beispiel sagen, okay, wenn die Grimhex mir jetzt keine Items gibt, die ich sinnvoll auf dem Weg verkaufen kann, dann kann ich ja mal gucken, vielleicht kann ich was bei Crusader L1 kaufen, um dann auf Hearsten verkaufen, wenn ich eh auf Hearsten muss beispielsweise. So, können wir nochmal kurz gucken hier. Nehmen wir mal zum Beispiel, was war das jetzt hier? Sekunde. Das war jetzt hier Crusader L1. Crusader L1. Und dann nach Lorville. Habe ich hier schon eingestellt. Gucken, ob da was geht. Ah, da geht auch nichts. Aber, wenn gar nichts geht, im Zweifel, geht immer noch eines. Ihr könnt nämlich einfach gucken, ob ihr bei den Delivery-Missionen noch was habt. Weil ihr könnt ja alle möglichen Quests miteinander verbinden. Die Wege sozusagen verbinden. Ihr müsst einfach gucken, was ist auf dem Weg und wie kann ich damit irgendwie interagieren. Also gibt es zum Beispiel jetzt eine Quest, die sagt, geht zu Hearsten L3, beispielsweise jetzt, hol was und bring das dann nach Lorville. Ne, weil Lorville ist ja hier auf dem Planeten Hearsten die große Stadt. Da unten seht ihr sie. Oh, warte. Oh, man kann es schwer lesen hier. Lorville, da steht's. So, und wir müssen ja sowieso hier hin. Wir müssen durch die eine Quest hier hin. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Huch. Das gleiche gilt auch umgekehrt. Natürlich nach Arcorp, wo wir ebenfalls hin müssen. Da hoch, da haben wir auch verschiedene Sachen. Also guckt einfach immer bei solchen Sachen, das ist ein bisschen aufwendig, aber nach einer Zeit habt ihr so eure eigenen Lieblingsrouten festgestellt. Das klappt dann eigentlich wirklich ziemlich gut, ne? Und dann könnt ihr wesentlich mehr Geld rausholen durch das Questen, indem ihr quasi Quests und Trading verbindet. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Trading im Allgemeinen an. Auch hier haben wir natürlich diese wunderbare Website, die uns eigentlich alle Informationen gibt, die wir brauchen. Aber die Grundidee beim richtigen Trading ist ja die, dass wir uns von Quests und von irgendwelchen anderen Kram überhaupt nicht beeinflussen lassen. Wir sind ein Händler, wir wollen überhaupt gar nicht rumquesten, wollen einfach nur Waren kaufen und Waren dann wieder verkaufen. Wir gehen mal hier oben auf Trade und schauen erstmal ganz kurz auf die Trade Ports. Das sind alle Locations, wunderbar aufgelistet, die Dinge kaufen oder verkaufen. Das ist eine ganze, also ihr könnt wirklich sehr, sehr viele Dinge abfliegen und könnt hier verschiedenste Waren kaufen und verkaufen. So, also da habt ihr schon mal eine Übersicht, was es für Optionen gibt. Dann gehen wir nochmal hier auf den dritten Tab, nämlich auf Commodities. Und hier haben wir jetzt alle Waren, die wir im Spiel kaufen oder verkaufen können. Und wir haben ihre jeweiligen Kauf- und Verkaufspreise angezeigt. Und entsprechend auch die Gewinnmarge. Also beispielsweise können wir sagen, wir können zum Beispiel sagen, wir wollen gerne Diamanten traden. Na, zum Beispiel. Dann sehen wir jetzt schon hier, die Marge ist 20%. Das ist schon wirklich ziemlich stark. Ne? Laranit 11%, Quarz 19% ist auch ziemlich stark. Also ihr seht, da könnt ihr hier wunderbar gucken, was wie viel Geld einbringt. Einfach mal ein bisschen drüber hovern und dann seht ihr schon, aha, dies und jenes. Bei Weiß müsst ihr immer aufpassen. Beim Trading mit Weiß ist es so, das sind quasi die ja, illegalen Geschichten. Ne? Drogen, Alkohol, pipapo. Die Mengen, die ihr da loswerdet, sind sehr, sehr begrenzt und ihr bekommt Crime-Stat, wenn ihr erwischt werdet. Also damit vorsichtig sein, die Marge lohnt sich in der Regel nicht. Also ich würde persönlich vom Trading mit diesen Produkten völlig komplett abraten, denn der Profit ist so gering gegenüber anderen Sachen. Also das Beste ist immer noch Stims mit 24%, aber da kann ich auch Quarz traden mit 19% oder Diamanten mit 20% oder anderen Kram, das ist fast genauso effektiv. Hier Iodin bringt genauso viel Profit. Ich habe hier einfach kein Risiko mit diesen Sachen. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch mal ein bisschen hier durchgucken, was euch da am besten gefällt. Die Harvestables sind erstmal irrelevant. Die können wir eh nicht traden. Die können wir nur aufsammeln auf irgendwelchen Monden oder Planeten. Und Waste ist auch so eine Sache. Waste lohnt sich eigentlich auch überhaupt nicht, weil den kriegen wir nicht mehr ordentlich los, beziehungsweise bringt auch eh keinen Gewinn. So, also gucken wir uns mal als Beispiel den Quarz an. Der Quarz ist ganz gut zum Traden, denn der hat einen relativ günstigen Preis pro Stück. Wenn ihr teures traden wollt, könnt ihr aber natürlich auch Diamanten nehmen. Wir nehmen jetzt mal den Quarz hier als Beispiel. Hier würden wir jetzt 19% Gewinn machen. So, die Frage ist, wie funktioniert es? Wir klicken den Quarz an.
Hallo, Klick. Und dann sehen wir hier, wie sich, wo der Preis sozusagen wie hoch ist. Das heißt, wir können hier Selling und Buying unterscheiden. Also, hier geht es darum, was der jeweilige Trade-Port macht. Also nicht wir sellen hier, sondern der Port sellt es an uns sozusagen. Also, ne, der verkauft es an uns. So, das heißt, wir sehen hier, aha, Dema, gibt es hier verschiedene Punkte, Lyria, Valla, Dema, Delamar. Also, wir können Quarz auf diesen Monden hier einfach einkaufen zu diesen Preisen. Also, der günstigste Preis hier wäre zum Beispiel auf Dema für 1,25. Und dann können wir schauen, wo wir das Zeug am besten loswerden. Wir sehen, aha, zum Beispiel auf der Grimhex. Können wir einfach zur Grimhex fliegen und dort entsprechend wieder verkaufen. Und dann würden wir eben bei jedem Mal, wo wir das tun, entsprechend diesen Gewinn machen. Wichtig hier ist zu gucken, wie hoch die Refresh-Rate ist. Also wie viel kommt pro Minute wieder an Waren rein. Hier sehen wir auf Dema 2700 kommen hier jede Minute rein. Das heißt, hier brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Das ist so viel, das wird eigentlich nicht alle. Und selbst wenn, warten wir halt eine Minute. Hier sieht es schon wieder anders aus. Ihr seht auf der Grimhex, die hat zwar den besten Preis, kriege ich aber nur 1000 los. So, das ist ein bisschen problematisch. Arkorp hingegen nimmt mir viel, viel mehr ab und zahlt mir genauso viel. Aber Arkorp ist natürlich viel, viel weiter weg als Dema. Das heißt, ihr müsst hier versuchen, so eure Lieblingsroute zu finden, was euch da am besten einfach gefällt. Wir können es auch auf Hurston verkaufen, wir können es auch auf Port Odessa verkaufen, bringt aber weniger als die Grimhex ein und hat fast die gleiche Menge, die es uns abnimmt. Ne? Also ihr seht, speziell hier die Planeten, also Lorville und Area 18 nehmen erheblich mehr. Logisch. Ne? Es kann ja auch nicht anders sein. Die Raumstationen sind ja relativ klein, die haben ja keine riesigen Cargo-Bereiche. Und die Städte halt schon. Deswegen da immer drauf achten, wo ihr es am Ende verkaufen könnt. Das im Hinterkopf behalten. Und nochmal der Hinweis, denkt dran, gebt nicht euer ganzes Geld für einen Trading-Run aus. Das ist total riskant, weil wenn das Spiel abschmiert oder ihr gekillt werdet, ist alles weg. Eure ganze Kohle ist dann weg. Ne? Also immer nur sozusagen überlegen, ja, vielleicht ein Teil des Geldes, ein Drittel oder so maximal. Oder die Hälfte von mir aus. Das müsst ihr aber selber wissen. So, auf jeden Fall könnt ihr euch hier entsprechend dann durchwurschteln auf dieser Website und könnt gucken, was ihr wie am sinnvollsten verkaufen könnt. Vielleicht könnt ihr es auch hier so ein bisschen verknüpfen, auch nochmal, um nochmal die Verbindung zu Questen zu finden. Weil es ist schon so, man kann Questing und Trading wirklich gut miteinander verbinden. Das macht auf jeden Fall mega viel Sinn. Wenn ihr halt zum Beispiel einen Avenger Titan habt oder eine Aurora MR, habt natürlich einen kleinen Frachtraum, müsst ihr halt gucken, ja, was ist sinnvoll zu traden. Zum Beispiel, was man machen könnte, gerade bei den kleinen Schiffen, wenn ihr viel Geld habt und noch mehr Geld haben wollt, wäre Laranit noch interessant. Weil Laranit einen recht hohen Preis hat. Das heißt, ihr kriegt eine hohe Menge sozusagen an Geld in Anführungsstrichen in euren Frachtraum rein. Auf diese Weise, weil der Preis so hoch ist. Ne? Aber auch Diamanten sind ganz okay. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen durchgucken. Oder hier Astantin, das geht auch. 18%, war gut, da kann man, ja, Astantin würde ich auch noch nehmen. Das ist auch eine gute Sache. Zum Beispiel. So, und damit haben wir auch im Grunde genommen das Questen und das Traden mehr oder weniger abgeschlossen. Ich verlinke euch diese Seite auch nochmal hier unten. Die ist noch vom letzten Guide, wo es um das Schiff Equippen geht, denn ihr wollt ja auch euer Geld noch irgendwie ausgeben. Was ihr da machen könnt, wie ihr eure Schiffe verbessern könnt oder auch andere Schiffe kaufen könnt, das erfahrt ihr alles in dem Guide, der vorher schon gekommen ist. Also einfach nochmal, ich verlinke es euch unten nochmal angepinnt im Kommentar. Und da könnt ihr auch nochmal schauen, welche Schiffe hier wie viel kosten. Und das führt uns nun also zum dritten Part des Geldverdienens, nämlich dem wunderbaren Mining. Meiner Meinung nach die beste Methode aktuell, um Geld zu verdienen. Was einfach nur daran liegt, dass man relativ schnell an relativ viel Geld kommt und kein Risiko hat. Weil, naja gut, im schlimmsten Falle ist halt das gemeinende Zeug wieder weg, weil das Schiff despawnt oder weil wir halt einen Serverabschutz haben. Aber wir haben dann keinen Cent investiert, außer ein bisschen Zeit. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal das Mining an und zwar mit der Misk Prospector. Die Prospector ist das Einsteiger-Mining-Schiff im Spiel. Ihr könnt es euch natürlich für echt Geld kaufen, aber wenn ihr gut questet und gut tradet, könnt ihr es euch relativ schnell, in Anführungsstrichen, auch im Spiel erspielen. So, und das ist von Misk und da haben wir hier die Prospector. So, wir drücken mal bei dem Schiffchen auf die Schiffsinfo. Das ist das hier. Und dann sehen wir können es kaufen bei New Deal in Lorville für 2 Millionen Geld. Das hört sich jetzt nach einer Menge an.
Es soll aber auch entsprechend ein wertvolles Schiff sein. Es ist auch ein wirklich wertvolles Schiff, weil es sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel Geld erspielen kann. Die Prospector, wenn ihr wisst, wie ihr minert, wenn ihr das ordentlich macht, kriegt ihr in einer Stunde locker 50.000, vielleicht sogar 100.000 hin, je nachdem, wie ihr so unterwegs seid. Ist überhaupt gar kein Problem mit der Prospector. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist der Preis von 2 Millionen relativ akzeptabel. Und ihr müsst sie euch nicht mehr kaufen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Ihr könnt sie euch auch ausleihen für viel, viel weniger Geld und könnt einfach schon mal minern und versuchen, und das werden wir uns auch nochmal angucken in einer Let's Play-Folge später, quasi in dem Zeitraum, wo wir uns die Prospector ausleihen, mehr Geld zu verdienen, als sie kostet. So, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir gehen mal ins Spiel rein und gucken mal nach der Prospector. Ich habe sie ja natürlich schon rumliegen und ich zeige euch mal ganz kurz was zum Mining. So, da unten steht sie schon, die Prospector. Ich habe sie gerade mal gespawnt. Ich gehe mal zum Schiff hin. Wie gesagt, die Prospector ist ein Einsteiger-Mining-Schiff. Das heißt, mit diesem Schiff können wir sehr, sehr gut erstmal solo minern. Es ist extrem einfach damit, Geld zu verdienen. Geht wirklich relativ schnell und ist eine absolut safe Sache. Die Prospector ist, wie gesagt, für eine einzelne Person. Ich steig mal ein hier. Wir haben sie ja auch schon öfter gesehen. Ich selber nutze sie selten, weil ich meistens aktuell die Mole lieber benutze. Aber wie gesagt, für die Einsteiger speziell auch oder für die Solo-Miner ist die Prospector natürlich ein super Schiff. Mit Bett, Möglichkeit zum Ausloggen und mit allem drum und dran. So, ich gehe mal hier in den Pilotensitz rein und ich zeige euch mal ganz grob, wie das funktioniert. Wer das Mining sich nochmal genauer angucken will, der möge bitte auch im gleichen angepinnten Kommentar sich den Mining-Guide einmal reinziehen. Da habe ich das alles nochmal ganz detailliert erklärt. Und ich würde sagen, wir starten hier erstmal. Ihr müsst bei der Prospector immer die J-Taste nochmal drücken, damit sich die Triebwerke nach hinten stellen. Die sind nämlich standardmäßig nach unten gedreht und dann könnt ihr nicht ordentlich fliegen. So, um es ganz einfach mal kurz zu zeigen und vielleicht nochmal einen Satz vorher. Beim Mining ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Das Mining ist völlig losgelöst vom Questen und vom Traden, weil die Mining-Schiffe haben keinen Frachtraum. Das heißt, ihr könnt nicht traden damit. Die haben nur einen Mining-Frachtraum. Das ist das eine. Das heißt, Trading fällt schon mal komplett raus. Und das andere ist, ihr könnt auch damit nicht vernünftig questen. Weil die Mining-Schiffe, ja, die können nicht gut kämpfen, die verbrauchen viel Treibstoff, die sind einfach nicht so gut dafür geeignet. Die sind wirklich nur dafür da, dass ihr minert. Das heißt, ihr müsst immer das ein bisschen losgelöster betrachten, ne, von den anderen Sachen. So. Ich bin es hier bei der Grimhex gestartet und die Grimhex ist generell ein wunderbarer Startpunkt, um mit dem Mining loszulegen. Denn wir haben direkt bei der Grimhex hier einen riesigen Asteroidenhaufen bzw. einen Asteroidenring um den Mond Jela. Ihr habt die Wahl beim Mining, ob ihr im Asteroidenfeld minert oder auf Planeten und Monden. Das ist im Grunde genommen völlig egal, das ist eure Sache. Aktuell ist allerdings das Asteroidenmining etwas verbuggt, wodurch es sein kann, dass die Steinchen recht schnell despawnen. Wir gucken mal, ob das immer noch so ist. Wir drücken mal auf die Tab-Taste. So, dann sind wir im Scanning-Modus. Wichtig beim Scanning-Modus. Ihr habt normalerweise ja, wenn ihr nicht im Scanning-Modus seid, die Möglichkeit mit dem Mausrad den Speed einzustellen. Das Dumme ist, wenn ihr in den Scanning-Modus geht, den ihr braucht, um zu, ne, Steine zu finden, wenn ihr jetzt mit dem Mausrad hier rumwurschelt, dann dreht ihr hier diesen Quatsch hier. So, das braucht ihr eh nicht einstellen, das ist völlig sinnlos hier. Aktuell zumindest. Deswegen würde ich empfehlen, stellt euch vorher euren Speed ein, also am besten normalen Speed, so hier ungefähr. Und dann einfach im Scanning-Modus bleiben. Und wenn ihr verlangsamen wollt, drückt ihr die C-Taste, die geht nämlich glücklicherweise. Und dann kommt ihr aus dem Cruise-Modus raus und verlangsamt automatisch. Könnt auch einen Afterburner hier zum Bremsen benutzen, wenn nötig. Ja, und wenn ihr weiterfliegen wollt, C-Taste drücken, dann gibt's wieder Gas. So, nun müssen wir also scannen. Wir scannen mal hier ein bisschen die Umgebung, wir gucken mal, ob wir hier was finden. Will sie nicht, das nicht länger ziehen, ich werde gleich cutten und dann zeige ich euch, wo wir was finden. Wie gesagt, aktuell würde ich davon abraten, im Asteroidenfeld zu minern. Wie gesagt, zum einen ist es verbuggt, zum anderen ist es aber so, dass die Mengen an Steinen, die ihr im Asteroidengürtel findet, sehr, 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 sehr winzig sind. Also es ist fast nichts da. Meine Empfehlung daher ist, und wir machen das jetzt mal direkt, das geht nämlich viel, viel besser, ihr dreht euch zum Planeten oder Mond. Es ist im Grunde genommen egal, wo ihr minert, ihr findet überall wertvolle Materialien. Und wenn das Schiff einen Quantum Drive hätte, es hat eigentlich einen, wahrscheinlich bei mir wieder nicht hier, gerade so ein dummer Fehler bei meinen ganzen Schiffen, dass der Quantum Drive überall fehlt. Ja,
natürlich ist es empty, okay. Ich baue es kurz um, ihr würdet jetzt einfach auf B drücken und irgendwo bei irgendeinem Mond runtergehen und dann dort suchen. Das zeige ich euch gleich, ich muss das Schiff nochmal fix umbauen, bin gleich wieder da. So, ich habe mir Quantum Drive wieder eingebaut und bin jetzt einfach an irgendeinen beliebigen Punkt auf jeder runtergesprungen, um ein bisschen die Distanz zu verkürzen. Und jetzt bin ich hier relativ nah an der Planeten- oder in dem Mondoberfläche. Wie gesagt, es ist egal, wo ihr hinspringt, das ist völlig wurscht. Könnt ihr ja verbinden mit irgendwelchen Routen, die ihr sonst mögt. Aber ich habe jetzt mal das hier beispielhaft genommen. So, jetzt fliegen wir einfach ein bisschen runter, so auf 1000 Meter maximal. Also viel näher ran müssen wir nicht. Ja, ein Stückchen runter hier mit der Nase. Und dann scannen wir einfach mal die Umgebung und gucken, was wir hier finden. Natürlich stellt sich immer die große Frage, was genau soll ich denn eigentlich nun abbauen? Wir suchen uns aber jetzt erstmal einen netten kleinen Stein und gucken mal, was da drin ist. Und dann schauen wir, ob das auch was wert ist. So, also so ungefähr die Höhe, die nämlich meistens so, kann man ganz nett fliegen. Könnte einfach nur herumfliegen und ein bisschen scannen. Manchmal spinnt das Scanning einfach nochmal machen. So. Und dann dürfte sich eigentlich relativ schnell was finden lassen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Das Zeug, das hat ein Spawning-System, das heißt, es ist zufällig, wo es spawnt. Und wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben und ein bisschen suchen. Und irgendwann finden wir dann einen netten Stein. Da zum Beispiel. Beim Scanning, guck mal, das sind sogar gleich zwei nebeneinander. Es gibt Cluster und es gibt einzelne Steine. Das heißt, es kann sein, dass ihr manchmal 4, 5, 6, 7, 8 Steine nebeneinander findet. Hier unten war es auch so ein kleiner, glaube ich, direkt. Mal schauen hier. Da war hier nicht gerade was. Da. So, hier ist es jetzt so, diese zwei Varianten gibt es. Also, wir haben einmal diese kleinen Juwelen-Symbole. Diese könnt ihr jetzt nicht mit dem Schiff abbauen. Die sind, na, man kann sie nicht wirklich sehen, weil ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Ich will es nochmal kurz zeigen. Da. Das ist Handmining. Zum Handmining, da nochmal in den Mining Guide gucken, wie gesagt, habe ich da alles schon gezeigt. Dazu braucht ihr dieses Mining Tool, dieses Hand Tool. Das gibt es zum Beispiel in Levski zu kaufen. Aber ihr könnt zumindest hier schon mal schauen, was dort genau drin ist. Ist aber im Grunde genommen egal. Das Zeug ist immer extrem wertvoll. Also wenn ihr sowas findet, immer mitnehmen. Einfach alles abbauen. Das sind doch meistens die Cluster, wo gleich viele davon rumliegen. Da könnt ihr euch Inventar vollpacken. Aber wie gesagt, dazu habe ich ganz viel erzählt in dem Mining Guide, den ich euch unten verlinkt habe. Das nur am Rande. Wir wollen ja eigentlich gucken, wie es aussieht mit dem richtigen Raumschiff Mining sozusagen. Und hier seht ihr schon, guck mal, ganz, ganz viele Steinchen. Viel, viel besser als im Asteroidengürtel. Und hier fliegen wir mal an einen ran. Und wenn wir rangeflogen sind, halten wir die linke Maustaste ein bisschen gedrückt. Wir müssen warten, bis hier gleich der Kreis sich dreht. So. Und jetzt können wir den mal scannen. Linke Maustaste einfach gedrückt halten. Und dann zeigt euch das Scanner an, was drin ist. In dem Fall Titanium, Aluminium und so weiter und so fort. Was jetzt wichtig ist, ist die Frage, wie wertvoll ist der Kram? Und dazu verlinke ich euch auch im gleichen Kommentar, ihr seht schon heute ganz, ganz viele Links hier, eine Seite und zwar von space4games.com, den ultimativen Mining Guide für die Alpha 3.8. Und dort findet ihr, wenn ihr so ein Stückchen runter scrollt, diese Übersicht. Hier, das ist jetzt hier eine Empfehlung, dunkelgrün ab 2,5% immer abbauen und so weiter. Das müsst ihr nicht befolgen, das könnt ihr befolgen. Viel wichtiger ist die Frage, wie viel ist das Zeug wert? Und da sehen wir hier, Bexalit ist am wertvollsten, Taralit am zweitwertvollsten und so weiter. So, wir haben jetzt gefunden, ich tappe mal kurz zurück, Titanium und Aluminium. So, Titanium ist im hellgrünen Bereich, das bringt also nur ja, 8 bis 9. Das Wertvollste war 40, also ist es nicht allzu wertvoll. Und Aluminium ist quasi Müll. Das ist das schlechteste Material im Spiel vom Preis. Nur Inert Material ist noch schlechter. Inert ist übrigens also quasi Erde, das ist Dreck, das ist wertlos. Das heißt, dieser Stein hier ist für uns nicht wirklich interessant. So, warte, ich will ganz kurz wieder rüberschalten. So, also mit dieser kleinen Tabelle, die könnt ihr euch ja irgendwie rausziehen oder euch einen Screenshot machen oder was auch immer. Sucht ihr jetzt nach Materialien, die wertvoll sind. Guck mal, hier ist solche Gold drin in dem Stein. Gold war, glaube ich, auch hellgrün, also ähnlich wie Titan. Genau, es ist sogar nicht ganz so wertvoll wie Titan. Okay, aber ist auch nicht wirklich geil. Guck mal, den nächsten Stein und so weiter. Also sucht quasi einfach nur nach den richtigen Steinen. Das ist ein bisschen Sucharbeit, aber irgendwann findet ihr einen, der wirklich was bringt. So, das Zweite, was wichtig ist, ist natürlich die Sache, hier oben habt ihr die Mengen stehen. Und zwar die linke Zahl ist immer in Prozent.
Das heißt, 13,74% von diesem gesamten Stein ist Titan. Das ist ziemlich gut. Also es soll, also, sinnvoll ist immer, wenn es hier irgendwie zweistellig oder sagen wir mal wenigstens fast zweistellig ist. Es kommt immer aufs Material drauf an. So, also ihr sucht und sucht und sucht und irgendwann habt ihr dann einen Stein gefunden, der euch zusagt. Da hinten sind noch mehr. Ihr seht, ihr habt hier wirklich viel Auswahl. Also ihr dürft hier wirklich wählerisch sein. Gebt euch nicht zufrieden mit irgendeinem Crap-Stein, sondern sucht euch einen vernünftigen Stein und baut den ab. Denn ich sag euch das direkt vorab, es lohnt sich nicht, diese ganzen Low-Materialien abzubauen. Das lohnt sich nicht. Es ist wirklich Zeitverschwendung. Es ist nur sinnvoll, nach meiner Sicht zumindest, das ist auch meine ganz klare Empfehlung, nur Sachen abzubauen, die im dunkelgrünen Bereich auch angegeben sind auf der Website. Alles andere ist nice to have. Wenn es mit dabei ist, ist es mit dabei. Hier ist wieder Handmining. Aber ist nicht wirklich das Abbauen wert. So, ich nehme jetzt mal hier irgendeinen Stein. Jetzt ist es ja egal. Ich will es ja nur mal ganz kurz zeigen, wegen dem Abbausystem, wie das hier nochmal funktioniert, dass wir es nochmal mit drin haben. Wer es noch genauer wissen will, kann sich mein Video angucken dazu. Wie gesagt, diesen Mining Guide, den ich gemacht habe. So, gucken, was hier drin ist. Diamanten. Guck mal, Diamanten und Kupfer. Jetzt schaue ich mal kurz in meine Liste rein. Sekunde. Die Liste sagt, Diamanten sind ganz okay. Kupfer ist auch im grünen Bereich, also nicht dunkelgrün, sondern hellgrün. Also wir haben zweimal hellgrün sozusagen. Das ist ganz okay. Könnte man jetzt mitnehmen. So, ihr kennt meine Regel schon, aber ich sage sie trotzdem nochmal. Meine Regel lautet, je leerer der Frachtraum ist und je kürzer wir gerade dabei sind zu minern, desto wählerischer sollten wir sein. Ne, wir haben den Frachtraum noch komplett leer. Wir sind jetzt gerade mal 5 Minuten hier dabei. Also ich würde jetzt eigentlich weiterfliegen. Wenn der Frachtraum langsam voller wird und die Zeit voranschreitet, dann werde ich immer anspruchsloser. Ne? Das heißt, ich beginne quasi mit dunkelgrün, dunkelgrün nach Möglichkeit und irgendwann bin ich dann bei hellgrün und so weiter. Ich würde mir als Mining-Zeit immer eine Stunde nehmen. Ne? Eine Stunde Mining, nicht mehr. Also ihr solltet nach einer Stunde wieder zurück sein, also inklusive hinfliegen und rückfliegen. Das ist meine, das könnt ihr machen wie ihr wollt, aber das ist so mein Credo, eine Stunde Mining maximal. Dann solltet ihr wieder zurück sein und am Verkaufsterminal stehen. Und dann habt ihr, glaube ich zumindest, wirklich einen guten Wert euch auch erspielt. So, nun haben wir hier also Diamant und Kupfer, ich mache es jetzt mal beispielhaft und gehe in den Mining-Modus. Das ist die M-Taste und dann habt ihr hier und links diesen grünen Bereich und in den müssen wir jetzt den Laser bringen. Das heißt, wir aktivieren jetzt den Laser, zack, und drehen den mit dem Mausrad nach oben. Soweit es geht. So, und ihr seht schon, aha, es bewegt sich hier rein gar nichts. So, das kann jetzt daran liegen, dass wir zu weit weg sind oder zu nah dran sind. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Ihr müsst quasi gucken, wann der Prozentsatz hochgeht. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Wenn das auch nicht geht, einfach ein bisschen näher ranfliegen, Step by Step. Aha, jetzt hat sich was bewegt, habt ihr gesehen, ne? So, und dann müsst ihr euch ein bisschen rantasten und gucken, dass ihr immer näher ranfliegt, bis ihr quasi seht, dass der Balken sich langsam aber sicher füllt. Ja, ihr könnt auch noch näher rangehen. Die Minenlaser haben alle eine unterschiedliche optimale Distanz, wo sie funktionieren. Ich komme gleich nochmal zu meinen Lesern. Das wollte ich nochmal am Rand erzählen. Und wir seht, jetzt geht es hier langsam hoch, Step by Step. Und das ist halt ein bisschen Geduld, müsst ihr einfach ein bisschen warten. Es gibt auch Steine, die könnt ihr nicht abbauen. Es gibt Steine, die sind für die Prospector oder zumindest für diesen Mining-Laser, der hier eingebaut ist, nicht abzubauen. Da braucht ihr einen anderen und ihr könnt, zumindest wenn ihr es nicht ausgeliehen habt, könnt ihr eure Prospector mit dem Helix-Mining-Laser bestücken. Habe ich im letzten Video schon mal erzählt. Der bricht jeden Stein locker weg. Das ist wie Butter, geht auch 10-mal schneller hier. Aber der kostet 100.000 Ingame-Geld. Das heißt, da ist die Frage, ob sich das für euch rentiert. Gerade am Anfang wird es sich halt nicht rentieren, logischerweise. Ja? Aber hier in dem Fall, es steigt und steigt, es dauert halt. Wir könnten jetzt nochmal näher ranfliegen, gucken, ob das nochmal einen kleinen Vorteil bringt. 15, 16, 17, na ihr seht, hat sich, glaube ich, gelohnt, nochmal ein bisschen näher ranzufliegen. Müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben. Dass es hier lange dauert, ist nur beim ersten Mal Mining so. Also nur beim Anritzen von dem Stein quasi. Wenn der einmal gebrochen ist, die einzelnen Stücken dann sind viel, viel schneller und viel, viel einfacher abzubauen. So, ich cutte das mal, das dauert hier 1000 Jahre. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ding abbaue. So, jetzt sind wir kurz vom grünen Bereich. Oh, wir sind gerade reinkommen in den grünen Bereich. Jetzt müssen wir rechts diesen Fracturing-Sensor quasi durchlaufen lassen auf 100%. Da sich hier der Mining-Laser eh kaum bewegt, brauche ich jetzt auch gar nicht so umstellen. Das geht jetzt von ganz alleine.
hoch und wenn der bei 100% ist, dann bricht der Stein quasi in mehrere Parts und hoffentlich, das ist jetzt random, hoffentlich in vernünftige Stückchen. Müssen wir gleich mal sehen. So, wir scannen jetzt die einzelnen kleinen Brocken und gucken, was da drin ist. Und wollen jetzt natürlich möglichst viel rausziehen. Wenn die Bröckchen gelb sind, können wir sie nochmal zerteilen. In dem Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel Kupfer drin. Der ist noch gelb, also oder orange. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier anschneide, hoch, dann geht das viel, viel schneller hoch, weil das ja nur so ein kleiner Brocken ist. So, muss ich runterdrehen wieder. Und dann immer schön im grünen Bereich bleiben. Im Zweifel Laser ausmachen, wenn es zu krass wird. Aber es geht eigentlich. Ne, ihr seht, relativ easy jetzt hier. Wenn der Stein einmal gebrochen ist, ist es dann quasi Free Loot, ne? So, wieder bis 100% bringen. Und dann bricht er nochmal. Und jetzt können wir die einzelnen Dinge, jetzt sind die nämlich so lila umrandet. Jetzt können wir die mit der rechten Maustaste, gehen wir in diesen Extraction Mode und können die jetzt abbauen. So, die Prozentzahl sagt uns, wie viel Prozent Material drin ist. Der Rest ist quasi Dreck, also Inert. Das heißt, hier, den will ich nicht, ist nur 1% Material, das ist viel zu wenig. So, schauen wir mal, wie es hier aussieht. 24,3. Das ist ganz okay. Ah, der backt gerade hier rum. Der will irgendwie nicht so richtig. Jetzt. Muss halt immer gucken, dass er lila ist. 0,9. Okay. Also 24% könnte man das nehmen. Ich mache es jetzt mal beispielhaft. Ihr müsst selber wissen, wie viel ihr mitnehmt und so weiter. Einfach linke Maustaste drücken und dann saugt er sich, ihr seht es, die Steinchen ins Schiff rein. Na, da kommen die so angeflogen und sind im Frachtraum. Jetzt ist unser Frachtraum zu 5,5% voll mit diesem kleinen winzigen Brocken. Und da seht ihr schon, der Frachtraum ist wirklich bei der Prospector sehr, sehr schnell voll. Also seid wählerisch, ich mach es hier nicht weiter, seid wählerisch, nehmt nur die guten Sachen mit, alles andere rentiert sich meistens nicht. So, und dann könnt ihr es an einem Ort eurer Wahl verkaufen, denn aktuell ist es so, dass die Preise für die Erze überall gleich sind. Das wird sich natürlich nochmal ändern. Es gibt später dann im Spiel irgendwann Raffinerien, wo wir das Zeug quasi hinbringen müssen, die das dann einschmelzen oder was auch immer damit machen. Aktuell nehmen das alle Admin-Offices sozusagen entgegen und alle den gleichen Preis. Also braucht euch keine Sorgen machen, könnt es hier direkt zu Grimhex, theoretisch. Deswegen ist es hier auch eigentlich ganz gut auf jeder, weil wir können jetzt hier normalerweise direkt auf die Grimhex springen, hallo? Da dieses... Ach. Nervige Bug immer. So, da ist die Grimhex, wenn er mich lässt, jetzt darf ich. Können wir dann direkt die Grimhex anspringen und können direkt verkaufen. Ne? Also jetzt, ich bin zwar jetzt nicht voll mit dem Frachtraum, aber ich zeig's mal ganz kurz. Zack, direkt an die Grimhex ranspringen. Das ist sehr, sehr schnell und easy gemacht. Also hier ist wirklich easy, cheesy, schnelles Goldfarmen, kein Risiko, kein Problem, ganz angenehm. So, wir treffen uns gleich wieder. Ich gehe mal zum Trading Terminal. Wir treffen uns gleich wieder. Ich cutte mal hier an der Stelle. So, ich bin auf Grimhex angekommen, bin gerade auf dem Weg zum Admin Office, also genau der Ort, wo wir auch vorhin gerade noch am Traden waren. Lauf da mal fix hin. Und jetzt nehmen wir natürlich die anderen beiden Terminals, nämlich die, die rechts stehen, denn die sind für das Mining gedacht. So, und hier kann ich jetzt meine Prospector einfach auswählen. Ich habe ja jetzt nicht viel gemeinert, habt ihr gesehen, ne? Wir gucken mal, das bringt jetzt hier 244 Tacken. Ne? Wie gesagt, das war jetzt kein wertvolles Material und ihr Nerd und der Frachtraum ist noch mega leer. Aber es ist schon ein relativ guter Gewinn eigentlich, dafür, dass ich wirklich jetzt nur eine Minute oder so da an dem Stein rumgepuppelt habe. Wie gesagt, mit Mining kriegt ihr locker um die 50.000 in der Stunde hin, eventuell sogar mehr, je nachdem wie gut ihr minert, was ihr für Steine findet und so weiter und so fort. Das ist also überhaupt kein Problem. Wenn du einmal ein Mining-Schiff hast, hast du mit Geld eigentlich keine Probleme mehr, zumindest nach aktuellem Stand. So, und nun wollen wir uns nochmal unterhalten, wie kriegt ihr das Mining-Schiff? Wenn ihr Mining machen wollt überhaupt. Also ihr könnt es euch natürlich mit Echtgeld kaufen auf der Website, die Prospector ist immer verfügbar. Die Mole nicht, aber gut, die kriegt ihr auch noch im Zweifel irgendwie zurecht. Zweite Möglichkeit, ihr kauft sie euch ingame, habe ich euch ja schon gezeigt, kostet allerdings 2 Millionen ingame Geld. Das heißt, ihr müsst dafür sehr, 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 sehr lange questen und traden, gerade wenn ihr nur eine Avenger oder eine Aurora MR habt, das kann wirklich lange dauern. Die dritte Variante wäre, ihr leiht euch einfach eine Prospector aus. Und das schauen wir uns nochmal an, denn es wäre ja denkbar, dass wir sagen, wir leihen uns die Prospector jetzt zum Beispiel mal für einen Tag, für 24 Stunden. Leihen ist übrigens immer Echtzeit, nicht Ingame-Zeit. Also wirklich 24 echte Stunden. Ne? Und wir haben heute vielleicht einen freien Tag, einen schönen Sonntag und machen heute mal ordentlich Mining. Und könnte man ja überlegen,
wenn es jetzt nicht zu viel kostet, machen wir ja Gewinn mit der Prospector, weil wir ja mehr Mining machen können, als die Prospector in diesen 24 Stunden Leihen sozusagen an Geld kostet. Zum Leihen der Prospector müssen wir aber dorthin, wo wir sie auch kaufen können, zum Beispiel nach Lorville. Und deswegen mache ich einen kleinen Cut und fliege mal derweil nach Lorville rüber und zeige euch, was dort, wo ihr sie leihen könnt, was es kostet, und wir gucken mal, ob sich das eventuell rentiert. Und dann sind wir auch durch mit dem Guide. Also, bis gleich. So, Freunde, ich bin in Lorville gelandet und bin gerade auf dem Weg, jetzt geht's auch hier, auf dem Weg zum Teaser Spaceport, einfach hochfahren, und dort können wir dann direkt uns die Prospector ausleihen. Da gibt's ein kleines Terminal und dann sehen wir auch den Preis. Denkt bitte dran, ihr könnt ausgeliehene Schiffe nicht umequippen, das funktioniert nicht. Das heißt, ihr müsst mit dem normalen Mining Laser vorlieb nehmen, aber das funktioniert trotzdem. So, das ist das Display, wir klicken das Ganze mal an. Und schauen mal bei MISC. So, und die MISC Prospector kostet 41.000, beziehungsweise für einen einzigen Tag 41.000. Das sieht aber, ist aber ein ziemlich fetter Mining. Was ist denn mit diesen Bildern los? Eieieiei. Na gut, egal. Auf jeden Fall, für 41.000 könnt ihr die Prospector für einen Tag leihen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich sehr, sehr günstig. Wenn ihr wirklich, wie gesagt, wenn ihr gut minert, in einer Stunde 50.000 ist locker drin. Das heißt, wenn ihr auch nur eine Stunde minert und das ordentlich macht, habt ihr schon das Geld raus. Und ihr habt ja hier 24 Stunden Zeit. Also ihr könnt hier locker flockig das zigfache rausholen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und vernünftig minert. Das garantiere ich. Ihr müsst natürlich immer beachten, dass es, wie gesagt, eben Echtzeit ist. Also ihr könnt euch jetzt nicht ausloggen und dann am nächsten Tag weitermachen, sondern wenn die 24 Stunden rum sind, dann sind sie rum. Ganz einfach. Ne? Aber wie gesagt, das ist gar kein Problem. Und wenn ihr mehrere Tage, wenn ihr sagt, ach, ich habe jetzt vielleicht mal, keine Ahnung, Urlaub, ich will vielleicht 3 Tage minern, könnt ihr es auch für 3 Tage ausleihen, dann seht ihr schon, der Preis wird nicht verdreifacht, sondern er wird hier etwas mehr als verdoppelt. Das heißt, je länger ihr ausleiht, desto günstiger wird es auf den Tag runtergerechnet. Das längste sind übrigens 30 Tage. Das würde dann 772.000 kosten. Aber es steht halt in keinem Verhältnis zum Kaufpreis, der ja 2 Millionen beträgt. Also ja, ihr müsst also euch, das wäre meine Empfehlung so zum Abschluss gewissermaßen, ihr müsstet euch, wenn ihr, also jedenfalls wenn ihr minern mögt, durch Questen und durch Trading so ein bisschen Geld erstmal ranholen. Und dann mit der Prospector, indem ihr sie euch einfach mal ausleiht, könnt ihr euch dann richtig viel Geld nochmal erwirtschaften. Das ist sehr, 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 sehr effektiv. Das auf jeden Fall. Ansonsten noch ein paar kleine Hinweise allgemein zum Geldverdienen. Es gibt dann noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ihr könnt generell, ihr habt bei eurem Equipment, ich zeig's mal ganz kurz, ihr habt bei jedem Item, was ihr euch anzieht, also die Rüstung, die euch anzieht, habt ihr ein Item-Inventar, und zwar im Torso. So, und da steht hier rechts Carrying Capacity, 20.000 SP, das sind quasi die persönlichen Units, die ihr euch mitnehmen könnt. Das ist nicht viel, das ist ja auch eine Kampfrüstung, es gibt aber auch einen Rucksack, der hat dann 120.000 Platz, also wesentlich mehr. Das heißt, diese Rüstung haben immer hier 10.000, hat die zum Beispiel. Die Rüstung haben also alle ihr eigenes persönliches Inventar. Mit der F-Taste gedrückt halten, habt ihr hier unten diesen Punkt, könnt ihr draufklicken. Und dann habt ihr hier so ein Radmenü, wo ihr quasi Items lagern könnt. Das ist sinnvoll für das Handmining. Also wenn ihr euch ein Handmining-Gerät kauft, geht übrigens auch hier in Lorville. Und dann noch das Mining Attachment, kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Das würde ich auch empfehlen. Wie gesagt, das Zeug ist sehr, sehr wertvoll. Nehmt das auf jeden Fall mit. Das ist unter Utility hier zu finden. Ganz runter scrollen. Ach nee, ist es nicht. Entschuldigung. Unter Waffen ist es zu finden. Und dort unter Utility. Ja, ganz unten ist es irgendwo. Wo ist es denn? Irgendwie, da zeigt es mir gerade nicht an. Also eigentlich ist das hier irgendwo zu finden. Gerade wahrscheinlich irgendwie ein Fehler. Auf jeden Fall, das geht. Also ihr könnt euch da dieses Mining... Ach hier, Utility-Item, da habe ich es, glaube ich, ne? Ist aber... ich habe aber keins. Ich habe kein Mining-Tool gerade. Also hier wäre es zu finden. Unter Utility-Item. Da könnt ihr das Item anwählen. Dann braucht ihr noch dieses, diesen Mining-Aufsatz für das Tool. Das kostet ein paar tausend Hacken, ist aber nicht so viel. Das habt ihr locker flockig wieder rein in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das behaltet ihr ja auch über die Patches hinweg. Insofern das immer mitnehmen. Und ihr findet auch, wenn ihr questet, immer wieder auf dem Boden irgendwelche kleinen Dreckhäufchen, Pflanzen sind das, oder irgendwelche
Alien-Kackhaufen. Die könnt ihr einsammeln, einfach mit F anklicken, dann nimmt er die auf und steckt sie in sein Inventar. Und das könnt ihr ebenfalls verkaufen, und zwar beim normalen Trading-Terminal. Also nicht beim Mining-Terminal, sondern beim richtigen Trading-Terminal. Da könnt ihr quasi euer persönliches Inventar in der Schiffsliste einfach auswählen und entsprechend dann das Zeug verkaufen und noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Also ihr seht, im Allgemeinen kann man sagen, es gibt sehr, sehr viele Varianten und Möglichkeiten, wie ihr Geld verdienen könnt im Spiel. Ihr könnt euch alles ingame auch erspielen, auch wenn Sachen wirklich sehr, sehr teuer sind. Es ist letztlich nur eine Frage der Zeit. Denkt auch dran, dass gerade die großen Schiffe vor allem deswegen so teuer sind, weil es Multicrew-Schiffe sind, die also sich mehrere Personen gemeinsam kaufen sollen. Das geht noch nicht, ich weiß, aber das wird irgendwann so sein, dass die nicht nur für eine einzelne Person zum Kaufen gedacht sind. Und denkt auch daran, ich weiß, viele beschweren sich, dass die Preise so teuer sind, ingame oder auch was Echtgeld angeht. Aber denkt daran, wenn die Preise nicht so teuer wären, dann hätte jeder alles. Dann wäre das Zeug alles wertlos, und das soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ne? Man soll ja nicht 10.000 Schiffe haben, sondern ein, zwei, drei Schiffe vielleicht und damit sich zufrieden geben und glücklich sein, dass man sie hat, weil sie einfach diesen Wert haben. Der Wert eines Items wird dadurch bestimmt, wie schwierig und wie lange es dauert, diesen sich zu erspielen. Und so ist es eben auch mit den Schiffen. Und deswegen sind die Preise absolut gerechtfertigt, sowohl Echtgeld als auch die Ingame-Preise, jedenfalls ist das meine Auffassung. Ihr könnt dazu auch gerne eure Meinung mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht mal so als endgültige Zusammenfassung, wenn ihr ins Spiel neu reinstartet, wenn ihr noch keine Erfahrung habt, questet einfach, versucht ein bisschen zu traden. Ja, ich habe es euch ja quasi deswegen auch ganz am Anfang schon gezeigt im Video, wie ihr das so ein bisschen kombinieren könnt. Und mit der Zeit werdet ihr immer besser darin werden und werdet immer mehr Geld rausziehen können und immer bessere Sachen kaufen oder eben leihen können. Und probiert euch auch gerne am Mining. Wie gesagt, die 40.000 für die Prospector sind easy schnell gefarmt mit einer Adventure Titan. Das ist wirklich keine große Geschichte. Da setzt du dich mal ein bisschen ran, dann ist gut. Und dann kannst du mit der Prospector richtig viel Geld scheffeln, auf Dauer gesehen. So, dass ihr euch irgendwann auch die richtig teuren Sachen ingame kaufen könnt. Das funktioniert nämlich dann. Ja, das soll es auch mit dem Mining Guide gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen hoch da. Und checkt auch gerne mal die Kanalmitgliedschaft aus. Wenn euch der Channel hier gefällt, könnt ihr mich gerne ein bisschen supporten, indem ihr einfach Kanalmitglied werdet. Einfach unten auf den blauen Mitglied werden Button drücken. Da gibt es drei Tierstufen. Könnt ihr euch einfach eine aussuchen, die euch gut gefällt. Und mich so unterstützen. So, das soll es auch gewesen sein. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen und hilft euch allgemein. Und wie gesagt, alles, was ihr braucht, ist unten angepinnt in den Kommentaren verlinkt. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain.